Und? Was hält Sie nachts wach? Bei Schlafproblemen hilft Baldriparan stark für die Nacht. Es beschleunigt nicht nur das Einschlafen, sondern fördert auch das erholsame Durchschlafen. Baldriparan. Natürlich durchschlafen. Erholt in den Tag starten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Herzlich willkommen zu Ad-Hoc 24 am 11. Juli. Nicht nur die Versender sind beim elektronischen Gesundheitskartenrezept außen vor, sondern auch Plattformen. Dr. Sven Simons, Co-CEO von gesund.de, warnt sogar davor, sich auf das Einstecken der Versichertenkarte zu kaprizieren. Denn das könnte schnell zum Boomerang werden. Mit der Steckmethode werde in Apotheken zunächst die Notwendigkeit genommen, den Ausbau der Online-Sichtbarkeit zu forcieren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wird auch in diesem Jahr nicht persönlich zum Deutschen Apothekertag kommen. Dabei hatte er im vergangenen Jahr noch das Gegenteil versprochen. In Düsseldorf wird der Minister wieder per Videoschalte zu Gast sein. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut in der Demokratie. Denn nur unabhängiger Journalismus kann sich kritisch auch mit dem staatlichen Handeln auseinandersetzen. Das nationale Gesundheitsportal des BMG erklärte das Landgericht Bonn jetzt für unzulässig. Denn unter anderem beim E-Rezept fehle die kritische Distanz. Es gibt viele Gründe für den Wunsch nach mehr Geld. Aber müssen PTA ein Nein akzeptieren oder gibt es ein Recht auf einen Gehaltsplus? Ein gesetzlich verankertes Recht auf einen Gehaltsplus gibt es laut Arbeitsrechtsexpertinnen zwar nicht, aber wie immer gibt es Ausnahmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.